Das ist der kleine Ewald, gerade mal einen Tag alt. Kind und Mama Katrin Werner geht's gut nach dem Kaiserschnitt im Erlanger Uniklinikum. 2600 Babys kommen hier im Jahr auf die Welt. Einsatzort von Paula Meissen. Okay. Wie war denn der Tag, die vergangene Nacht? Beweg immer alles über die Seite. Seit 4 Semestern studiert sie in Erlangen Hebammenwissenschaft. Ein Mix aus Theorie und Praxis. Zurzeit ist sie auf der Wöchnerinnenstation beschäftigt. Man hat einfach immer mit Menschen zu tun und halt in ganz unglaublichen Momenten. Also, und das ist ja auch in der Medizinwelt, in der großen, nicht der Standard, sondern da geht es dann auch viel um Schicksalsschläge, und das kann auch Teil in der Geburtshilfe sein, aber es ist dennoch einfach positiv konnotiert. Bedeutet für Paula überwiegen die schönen Erlebnisse. Mit ihrer Arbeit ist sie eine wertvolle Stütze für Mutter und Kind. Ja, diese Sicherheit mit kleinen Tipps, und sei es nur, wie nehme ich ihn, wenn er gerade unglaublich laut schreit. Genau, dafür sind Hebammen wirklich Gold wert. 2021 ging der duale Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft in Erlangen an den Start. In 7 Semestern können die Studierenden ihren Abschluss machen. Zur Lehre gehört auch die Arbeit im sogenannten Skills- und Simulationslabor. Hier lernen die Studierenden an Modellen alles rund um die Geburt. Ja, ich würde auch Muttermund bei 4 cm. Rubi Rausendorf ist im 2. Semester. Im Skills Lab fühlt sie sich zurzeit gut aufgehoben. Es ist echt schön, dass wir die Möglichkeit haben, mit diesen Simulationspuppen und Modellen zu üben, weil das bringt doch Sicherheit. Auch wenn man es dann das erste Mal in der Praxis macht, dann denkt man natürlich, ja, ich habe das schon mal wenigstens schon mal ausprobiert, und ich kriege das jetzt hin. Hebamme Cornelia Enunva-Krell betreut die Studierenden im Skills Lab. Sie weiß, hier sammeln die jungen Menschen wichtige erste Erfahrungen und legen Berührungsängste ab. Wenn man da einen Fehler macht, dann ist das okay, dann kann man das besprechen, und diesen Fehler macht man dann vielleicht in der Praxis oder wenn es dann in deinem richtigen Leben nicht mehr. So wird das Skills Lab zum wichtigen Trainingszentrum. Die klassische Hebammenausbildung umfasst 3000 Praxisstunden. Im Studium sind mindestens 2200 Stunden vorgesehen, also rund ein Viertel weniger. Bei dem dritten Handgriff kann man dann feststellen, okay, was befindet sich denn jetzt in Bezug zum Becken der Mutter? Ist es der Kopf? Ab dem ersten Semester lernen die angehenden Hebammen auch wissenschaftlich zu arbeiten, um in die Forschung zu gehen zum Beispiel. Wer das nicht plant, muss trotzdem auf dem neuesten Wissensstand sein. Dank Internet können sich werdende Mütter heute ganz anders informieren. Ihre Erwartungen an eine Hebamme haben sich verändert, stellt Studiengangkoordinatorin Sonja Sponsel fest. Die Leute haben ganz, ganz viel Zugang zu Wissen. Aber oft fehlt diese Fähigkeit, diese zu sortieren und auch für sich selbst zu reflektieren und auch umzusetzen. Und da benötigt man einfach gut ausgebildetes, akademisiertes Gesundheitsfachpersonal. Professor Dr. Matthias Beckmann ist seit über 20 Jahren Direktor der Frauenklinik. Von modernen Lehrmethoden und Lernorten wie dem Skills Lab ist der Arzt begeistert. Er sagt, durch das Studium wird der Beruf Hebamme deutlich aufgewertet. Wir haben derzeit bei den Hebammen einen Mangel an Hebammen. Das liegt daran, dass vielleicht der Beruf auch nicht ganz so attraktiv dargestellt wird. Und ich denke, dass die Akademisierung dazu führt, dass dann auch Doktoren, Professoren aus diesem Beruf herausgehen, die das Gebiet Geburt, Wochenbett, Nachsorge, Vorsorge etc. dann vollumfänglich auch wissenschaftlich begleiten und dadurch wir vielleicht eine Qualitätssteigerung bekommen. Von den 7 Semestern Studienzeit hat Paula Meissen schon die Hälfte hinter sich. Anstrengend war es bisher schon, sagt sie. So ein duales Studium sei eben eine Herausforderung. Aber ich freue mich auf alles, was kommt. Also ich kann wirklich sagen, die Inhalte finde ich alle spannend. Da gibt es selten mal Vorlesungen, wo ich nicht so begeistert bin, aber es ganz viel sehr interessante Inhalte werden einem da gezeigt. Ewald und seine Mama dürfen bald nach Hause. Im Gepäck haben sie dann wertvolle Tipps von der künftigen Hebamme Paula.